Hallo, heute beschäftigen wir uns mit Tennisbällen. Ihr könnt mit Tennisbällen jonglieren, Fußball spielen, ganz, ganz viele Sachen machen. Und als erstes, wenn ihr einen Tennisball habt, jetzt sind selbstverständlich auch welche in der Kiste, machen wir eine Übung mit der Wand. Wir haben ja eine schöne Wand. Und ihr könnt den Ball einfach gegen die Wand werfen, der kommt immer wieder zurück und wieder auffangen. Aber von unten werfen, wieder wie immer mit beiden Händen versuchen. Gibt es ganz viele Sachen. Also, kann auch mal schießen, man muss auch aufpassen, dass er nicht aufs Dach fliegt, weil sonst muss der Papa die Leiter holen und auf die Garage hochklettern. Was man auch gut machen kann, wenn man zu zweit ist oder mit mehreren Kindern, man kann mit dem Ball hin und her werfen. Mila? Werfen wir zu mir, direkt in die Luft, hopp, von unten, von oben. Wir messen immer auf den Brustpass hin. Oh ja, genau. Auf die Mitte, dann kann man am besten fangen hier. Man kann über den Bodenpass werfen. Oder auch einfach. Wirf mal ganz gerade. Genau. Den Ball mit der Hand zurückschlagen. Sehr gut, ich habe noch mehr. Hopp. Auch mit der anderen Hand. Sehr gut. Das Ganze kann man auch noch als Spiel machen. Wir haben ja einen Kreis aufgezeichnet, in der Mitte einen Punkt. Da stellen wir eine Flasche hin. Der Kreis ist relativ klein, wenn man das gut kann. Man steht außerhalb vom Kreis und das Ziel ist, den Ball abzuwerfen. Jetzt hat die wieder einen Punkt mit dem Ball. Und nochmal. Ah, eieiei. Okay, einmal noch. Ziel genau. Schon wieder ein Treffer. Selbstverständlich hat nicht jeder von euch einen Tennisball, aber wir haben die Kiste voll gemacht. Mit Tennisbällen. Mit Tennisbällen, da könnt ihr euch einen rausnehmen. Es gibt auch verschiedene Arten. Und Süßigkeiten sind immer noch drin, könnt ihr euch natürlich auch wieder was rausnehmen. Also, bis bald. Tschüss.